Also bei 0 ist 0, bei 2 ist 2. Ja, dann drehe ich das an. Und das perfekt. Schau mal. Ja? So, bei 0 ist 0, bei 1 ist 1, bei 2 ist 2, bei 3 ist 3. Super. Dann habe ich sofort unseren Funktionsgraph. Ja? Und jetzt nehme ich ein, zum Beispiel nehme ich die Zahl, dann nehme ich die 1 und nehme ich die Plus, ja? Also nehme ich die Pluszeichen. Hier nehme ich die 1, ist da. So. Und was passiert jetzt? So, das ist jetzt y gleich x plus 1. Ja? Dann nehme ich wieder meine 0. Ja? Also 0 plus 1. Oh, dann y ist dann 1. Wo gehe ich mal hin? Da hier der y, das ist der 1. Und dann nehme ich zum Beispiel dann die 2. x ist 2, 2 plus 1 ist 3. Aha, dann muss ich hier, da, bei diesem Punkt sein, ja? 3. So, muss ich aufpassen, dass es nicht weggeht. Das ist 0, 1, 2, 3. Boah! Und habe ich! Ja? Der Graph von der Funktion y gleich x plus 1 ist da. Was sagst du jetzt dazu? Ja? Oder nehmen wir mal den, das ist weg. Ja? Das ist auch weg. Ich nehme mal eine andere Zahl. Ja? So zum Beispiel minus, ja? Minus 2. Dann nehmen wir minus 2. So, also y gleich x minus 2. Ja? So. Nehme ich mal wieder den 0. Ja? X ist 0, es ist 0 minus 2. 0. X ist 0, y ist minus 2. Aha, ich muss da hier runtergehen zu minus 2. Ja, das habe ich schon. Dann also dieser Punkt habe ich. So, jetzt nehme ich mal die 2 wieder, ja? Also x ist 2, minus 2 ist 0. Oh! Bei 2 ist y 0. Okay, dann nehme ich mal hier die 2 und die y ist 0. Boah, dann habe ich wieder. So, guck mal, das ist einfach von hier runter gerutscht zu hier. So. Okay, Leute. So. Und wie kann man. Also jetzt verstehst du das mal, ne? So, warte mal, ich zeige noch mal eines. Also, wenn wir jetzt hier zum Beispiel diese 2 hier kommt, ja, so, wenn eine 2 ist, es ein plus 2, dann müssen wir das Pluszeichen nicht hinzeichnen, hin tun, ja, dann ist es einfach y gleich 2x. So, wie funktioniert dann das? Ja, fange ich wieder bei den 0 an, ja, x ist 0, ja, x ist 0. 2 mal 0 ist 0. Oh, okay. Dann bleibt es da. So. Dann nehme ich jetzt zum Beispiel der 1. Ja, x ist 1. Also 2 mal 1 ist 2. Ah, okay. Dann muss ich jetzt hier zu dem 1 gehört der 2. Dann muss ich damit hier nach oben gehen. Bo, 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 bo. Und da ist es. Ja. Wieder immer aufpassen, damit es da bleibt. Ja. So ein bisschen so adjustieren. So. 0, 0. 1, 2. Boah, und jetzt habe ich wieder. Dann haben wir sofort hier den Graph, diese Funktion. Okay? So, super. Ja, das funktioniert. Es funktioniert wieder, Leute. Es ist funktioniert. So, wie kann man jetzt damit spielen? So, machen wir ein kleines Spiel. Ja? So, also. So, ich nehme mir zum Beispiel diese drei Zahlen. So, gehört. Ein Freund von euch zum Beispiel. Es sucht diese Zahlen hier aus. Ja, und jetzt hier zwei Zeichen. Zeichnen. Ja, und dann machen wir das hier so durcheinander. So, gell? So. Und jetzt musst du hier so zwei davon aussuchen. Ja, zum Beispiel, ich suche das hier aus, diese zwei. So, okay? So. Und dann wird das hier aufgedreht. Wow, okay. Wo kann ich das hin tun? Das ist hier. Und dann mache ich das hier. Das geht. Und wenn ihr jetzt hier zu zweit spielt, dann beide müssen jetzt hier den Graph dieser Funktion hier einstellen. Ja, so, okay. Also fangen wir wieder bei hier bei 0 an. Also x ist 0.
Wenn x ist 0, x plus 1, o ist 1. Oh, dann geht es hier nach oben. Ja, sehr gut. Da habe ich diese Punkt schon. X ist, nehmen wir mal wieder 2. 2 plus 1 ist 3. Okay, bei 2 ist 3. So, okay. Gut. Und diejenige, die der richtige Graph eingestellt hat, bekommt einen Punkt. Wenn ihr beide richtig gemacht habt, dann bekommt ihr beide einer Punkte. Und diejenige, die nicht das richtig eingestellt hat, bekommt keinen Punkt. Okay? Oder könntet ihr einen Strafpunkt machen. Ja? So. Okay. Leute, ja? Gut. Okay. So, macht ihr dieses Spiel. Probiert es mal aus. Sucht ihr einen füreinander so Spielfreunde und ich bin sehr neugierig, wie ihr darüber erzählt. Okay, so. Na, dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Ja, und wir hören voneinander nächste Woche. Okay, tschüssi.